Moin zusammen, hier ist er wieder, der Natural Leadership Podcast. Du hörst die Mittwochsgedanken. Mein Name ist Anja Niekerken und ich freue mich, dass du reinhörst. Heute mal wieder was vom Hundespaziergang. Heute Morgen bin ich natürlich wie immer mit meinen Hunden gegangen und einer unserer Hunde, ich weiß gar nicht, ob ich das schon ein paar Mal erzählt habe, ist aber auch egal, einer unserer Hunde ist nicht so sozial kompatibel und pöbelt gerne andere Hunde an. Und das auch gerne schon, ja, sag ich mal, auf Sicht, also auf einen Kilometer Entfernung. Das ist aber alles schon wesentlich besser geworden. Manchmal ist sie richtig gut und manchmal ist sie noch nicht so gut. Mein Ziel ist natürlich, irgendwann an anderen Menschen mit Hunden so vorbeizugehen, dass der Hund nicht pöbelt. Ich gebe zu, davon bin ich noch ein ganzes Stück entfernt. Warum erzähle ich euch das alles? Weil heute Morgen hat sie sich schon relativ gut zusammengerissen. Sie ist jetzt noch nicht pöbelnd an einem Hund vorbeigegangen, aber sie hat wirklich Fortschritte gemacht und das habe ich festgestellt. So, jetzt nochmal, warum erzähle ich das? Wenn ich immer nur von meinem Ziel ausgehe, sprich von dem Ziel, an anderen Menschen mit Hunden vorbeizugehen, ohne dass der Hund pöbelt, dann wäre ich heute unzufrieden mit meinem Hund gewesen, weil sie hat das Ziel ja nicht erreicht. Aber sie hat schon ein großes Zwischenziel erreicht. Das heißt, ich habe verglichen mit dem, wo wir vorher waren und zu dem, wo wir jetzt sind. Und da war ich schon wahnsinnig zufrieden, weil der Fortschritt schon richtig groß ist. Es ist keine Raketenwissenschaft, rauszufinden, worauf ich hinaus will. Erstens, setz dir Ziele, ist wichtig. Aber vergleich dich dann nicht mit den Zielen, sondern mit dem, wie du gestern warst, wie du vorgestern warst oder wie du ganz am Anfang warst. Das wäre zweitens. Sprich, Ziele setzen, super. Aber immer gucken, welche Fortschritte ich gemacht habe. Das bitte nicht aus den Augen verlieren. Klar kann man mal unzufrieden sein und sagen, das Ziel habe ich aber immer noch nicht erreicht. Geht mir genauso. Aber bitte immer wieder dahin gucken, ach so, guck mal, letzt war das noch so. Und heute ist es schon viel besser. Und das bitte nicht nur mit anderen, sondern vielleicht auch mal mit sich selbst. Also wenn du dir selber Ziele setzt, sei nett mit dir, vergleich dich mit dem, wie du gestern warst, wie du vorgestern warst oder vorvorgestern warst. Und wie viel Weg du schon auf dem Weg zum Ziel geschafft hast. Das ist der Trick daran, nicht unzufrieden zu werden, wenn man sich Ziele setzt und sich natürlich auch immer an seinem Ziel messen lässt, beziehungsweise ja, manchmal auch messen lassen muss. Wenn du Führungskraft bist, denk daran, wenn du deine Mitarbeiter an ihren Zielen misst, super, aber messe sie bitte auch daran, woher sie kommen. Ganz großes Thema, um Zufriedenheit zu generieren. Ja, und für dich selber natürlich auch. Das war's von mir für heute. Das war der Natural Leadership Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal auch wieder reinhörst. Tschüss, bis dann.